Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir über placebo-kontrollierte Doppelblindstudien. Wir können vielleicht dann noch kurz darauf eingehen, was das genau ist. Und da sprechen wir über sensationelle Blutoptimierung. Und ich habe wieder meine zwei ganz tollen Gäste heute bei mir. Das ist Philipp von Holzendorf-Fehling. Er ist ehemalig tätig, war er in der Telekommunikationsbranche, hat dann einen großen Wechsel gemacht, hat Heilerausbildungen gemacht, eine eigene Firma gegründet und eine Technologie entwickelt zur Unterstützung der Menschen. Und Wolfgang Albrecht, er ist ehemaliger Skinationaltrainer, hat auch einen großen Wandel gemacht, ist jetzt auch Therapeut und Leiter des BESA-Instituts, die eben solche Untersuchungen vornehmen. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Hallo lieber Philipp. Hallo. Hallo lieber Wolfgang. Ich freue mich wieder auf das Gespräch mit euch, weil für mich sind das so neue Welten und Lösungen für die Zukunft und freue mich jetzt auf dieses Thema. Dankeschön. Danke, dass wir da sein können. Ja, also das Thema liegt mir auch wirklich sehr nah am Herzen, denn das Thema Blut ist einfach so wichtig. Das werden wir alle fühlen können. Ja, wir haben das Blut wirklich buchstäblich durch uns durchfließen und es gibt immer mehr belastende Faktoren, die dem Blut nicht gut tun, wo sich dann das Risiko erhöht für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall, für andere Krankheiten. Und wenn ich doch etwas tun kann, das Blut zu unterstützen, sollte ich es doch. Und es gibt einfach dieses hervorragende Werkzeug der Dunkelfeldmikroskopie, um genau dort reinzugucken und auch tatsächlich in real time, wie man so schön sagt, sehen zu können, was für Auswirkungen gibt es denn von verschiedenen Themen, ob ich jetzt zum Beispiel Wi-Fi oder 5G anstelle, was passiert dann mit dem Blut und wie kann ich das unter Umständen ausgleichen? Ja, und wir haben ganz am Anfang schon, als wir gerade gestartet sind mit unseren Produkten und die auf den Markt gebracht haben, schon erste Tests durchgeführt bzw. durchführen lassen. Die waren damals in Österreich. Wo wir gesagt haben, Mensch, uns interessiert das wirklich, was passiert da im Blut? Haben dann unsere Produkte dorthin gegeben und dann wurden die getestet und dann kam immer raus, vorher sah nicht so gut aus, also ohne Benutzung des Produkts, dann wurde das Produkt benutzt und innerhalb von 5 Minuten schon hat man eine signifikante Veränderung gesehen, wie das eben hier auch deutlich ist auf diesen Bildern. Aber jetzt möchte ich ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, denn was mir dann widerfahren ist, war eigentlich eine interessante Geschichte. Ich bin dann darauf hingewiesen worden, dass in den USA es eine Koryphäe gibt auf dem Gebiet der Lebendblutanalyse. Das ist die Dr. Beverly Rubik. Die ist extrem bekannt. Seit über 20 Jahren macht die nichts anderes, als Doppelblindstudien, Einzelblindstudien durchzuführen zu dieser Thematik. Und die hatte sich also sehr besorgt ausgedrückt in einem Podcast, der mir zugeschickt wurde, zum Thema elektromagnetische Felder und sagte, sie hat also so viele Tausende an Studien durchgeführt und sieht immer mehr, jedes Jahr mehr Belastungen im menschlichen Blut und sagte, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Ja, wir brauchen Lösungen. Und mir hatte das jemand zugeschickt. Dann habe ich mich bei ihr gemeldet und habe gesagt, also es sieht so aus, dass wir eine Lösung für dieses Problem haben. Und dann sagte sie, ja, das ist ja toll und wollte mehr wissen. Und dann guckte sie sich auch diese Bilder an und sagte, er ist sehr, sehr vielversprechend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Energiegerät sozusagen helfen kann. Sie ist da also sehr Mainstream, muss man sagen. Und das im Nachhinein ist das perfekt so gewesen, denn ihre Skepsis hat dazu geführt, dass ich sie fragte, okay, was braucht es denn, dass auch sie das anerkennen, dass das wirklich funktioniert mit unseren Geräten. Dann sagte sie, ja, also Vorher-Nachher-Test ist schon ein guter Start, aber es braucht wirklich eine sogenannte Goldstandard-Studie, wo man ein Gerät nimmt, das nicht aufgeladen ist, das andere ist aufgeladen, sodass der Patient auch wirklich nicht weiß, dass da ein funktionierendes Gerät vor allem ist. Und dann müsste das also einzelblind, doppelblind, randomisiert durchgeführt werden. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das gerne. Können Sie uns dabei helfen? Können Sie das aufsetzen? Und dann hat sie gesagt, ja, das kann sie machen. Und dann hat sie mit
4 Testpersonen gestartet, ganz zu meinem Unmut. Ich habe dann gesagt, also mit 4 Testpersonen, wenn es gut funktioniert, wer glaubt mir das denn mit 4 Testpersonen? Sagt sie, ich bin immer noch unter der Annahme, dass es nicht funktioniert. Ich möchte jetzt nicht, dass es zu teuer wird. Und es ist auch gang und gäbe, dass man immer mit 4 Personen startet in einer Pilotstudie. Wenn es dann funktioniert, dann wissen wir, dass es funktioniert. Und dann ziehen wir das einfach hoch in viel größere Studien, in die statistische Signifikanz. Und dann hat sich das ganze Blatt gewendet. Sie rief mich dann an nach dieser ersten Studie und sagte, Sie haben eine Lösung. Sie haben die Lösung dafür. Und es ist also wirklich dieses Blutverklumpungsproblem. Das ist unglaublich. Und auch hierfür noch die Lösung. Und da hatte sie gleich noch was gefunden, nämlich, dass sich die weißen Blutkörperchen auch positiv wieder, dass die in die Aktivität gehen richtig. Und es war, da musste ich dann auf die Bremse treten plötzlich und das war so spannend. Mittlerweile hat sie also 5 oder 6 solcher Studien durchgeführt. Natürlich mittlerweile mit statistischer Signifikanz etc. Und es ist ganz klar gezeigt worden, dass in 100% der Fälle sich das Blut der Testpersonen signifikant verbessert. Signifikant. Und dass in allen Fällen, in 100% der bis jetzt getesteten Fälle, jegliche negativen Belastungen durch elektromagnetische Felder auf das Blut innerhalb von Minuten komplett neutralisieren lassen durch unsere Technologie und sogar noch mehr. Und jetzt haben wir natürlich den Wolfgang Albrecht hier dabei. Ich möchte ganz kurz noch hier ein Beispiel einfach bringen, denn das ist wirklich teilweise wichtig, dass auch der Laie sieht, was passiert eigentlich im Blut. Wenn ich links die Ausgangssituation sehe, das ist eigentlich so ein der Durchschnitt, ja, das ist jetzt kein besonders gesundes Blut, ist aber auch jetzt gar kein ganz schlechtes Blut. In dem Fall links wurde vorher getestet, ohne dass es jegliche elektromagnetische Strahlung gab in diesem Raum. Und plötzlich wurde Wi-Fi angestellt und innerhalb von Minuten reagiert das Blut. Und es sieht wirklich, also schon für den Laien auch verständlich aus, das ist ungesund. Absolute Blutverklumpung. Das ist, als wenn sich das Blut wehren möchte und sich aber nicht wehren kann. Und dann ist also diese Belastung aufrechterhalten worden, aber unsere Technologie wurde eingesetzt. Und innerhalb von nur Minuten, in dem Fall wurde immer nach 10 Minuten getestet, sieht das Blut rechts also hervorragend aus. Besser noch als bei der Ausgangssituation. Ja, man sieht also ganz klar, dass hier die Sauerstoffversorgung viel größer ist. Die Blutzellen sind separiert, so wie sie es sein sollen. Die Blutverklumpung hat sich komplett aufgelöst. Ja, das ist also, unglaublich. Also das ist ja... ich bin ein bisschen sprachlos. Ja. In Windeseile. Und also wie gesagt, da hat es jetzt mehrere Studien gegeben durch die Dr. Rubik und in verschiedenen Varianten. Ja, es wurde getestet zum Beispiel, was passiert, wenn jetzt die Hände in den Block gelegt werden. Dann wurde aber natürlich auch getestet, wenn der nur irgendwo in der Nähe steht. Also man ist dann 5 Meter entfernt beispielsweise, ich berühre den gar nicht, hat die gleiche Wirkung. Es ist nur etwas stärker und schneller, wenn man jetzt tatsächlich die Hände reinlegt. Aber es reicht, wenn man wirklich nur irgendwo in einem Feld ist. Und jetzt haben wir den Wolfgang Albrecht hier, die neben den BESA-Testungen eben auch Dunkelfeldmikroskopie-Testungen durchführen mit einem absoluten Top-Gerät, ja, so wie ich das gehört habe. Und er kann natürlich auch zu dieser Thematik noch mal einiges sagen. Ja, also wir haben uns schon Jahre vor der Corona-Thematik mit Dunkelfeld beschäftigt, haben es aber dann wieder lassen, weil es mir zu physisch war einfach, also, und zu aufwendig auch. Und wir haben dadurch, dass wir BESA eben entwickelt haben, da einen ganz anderen Fokus gehabt. Und dann, als die Corona gekommen ist, war für uns klar, wir brauchen wieder ein Gerät. Und haben dann nochmal einen zweiten Einstieg eben gemacht. Auch deshalb, weil wir zeigen wollten, dass das, was wir mit BESA testen, sich auch physisch nachweisen lässt. Mhm. Also nicht nur wir sagen, das Blut verbessert sich über die energieinformative Systemanalyse, sondern es passiert auch physisch nachweislich. Das war uns wichtig. Und ja, also ich kann das hier nur bestätigen und möchte vielleicht noch dazufügen, das ist ja diese Verklump oder Aggregation dieser Blutkörperchen ist, das ist noch die feinste Variante
aus der Konfrontation mit Wirefire. Also da gibt es noch ganz andere Bilder dann. Und aber es zeigt, dass es eben funktioniert. Und hier sieht man auch, dass es physisch nachweisbar ist. Mhm. Und erst wenn man diesen Blick so, man muss sich das so vorstellen, Dunkelfeld, um hier wirklich etwas erkennen zu können, ist es notwendig, sich unter Umständen stundenlang damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also man sitzt oft Stunden bei einem Bild und beobachtet es. Und vielleicht, um ein Gefühl zu geben, du spürst, wie... Ja, du hast das Gefühl, mit jeder Blutzelle auf du und du zu sein. Du kommunizierst mit ihr und du siehst, wie reagiert sie. Verändert man das Licht jetzt am Objektträger, dann sieht man, wie die Zellen sofort reagieren. Also sie tun sich schwer, mit dieser Energie umzugehen. Sie gehört nicht hierher und die Blutzellen sind separiert, aus dem Körper rausgenommen. Jetzt sitzen die auf diesem Objektträger und wissen nicht, was ist los. Und jetzt beginnt hier ein Überlebenskampf. Und du beobachtest den und wenn du dann mit dem Herzen dabei bist, ja, siehst du einfach diesen Kampf und wie sie versuchen, aus der Verbindung mit den anderen Blutzellen etwas Neues zu schaffen. Das ist, was Enderlein auch so schön als diese Endobiose bezeichnet hat, also diese Höherentwicklung. Jetzt beginnt eine Entwicklung auf ein noch höheres Niveau, aus dieser Angst heraus, aus dieser Stresssituation. Also es ist so magisch. Ja, sehr berührend. Ja, ja. Und eben auch, das ist jetzt erst passiert in den letzten Jahren, dass man eben dieses Gefühl auch dazu entwickelt hat, das geht um viel mehr. Also vielleicht jetzt das noch, um es verständlich zu machen. Ne? Und dann, wenn man eben dann beobachtet, was der Einfluss von elektromagnetischen Feldern auf das Blut, was das für, wie das Blut verändert, dann fühlt man sich verbunden. Und es ist letztendlich auch die Veränderung, wie im Kleinen, so im Großen. Also ist das, was wir als menschlicher Organismus im Ganzen auch erleben. Sehr berührend, wie du das sagst, eben die, in die physische Ebene, was da passiert, aber eben auch diese Verbindung und das, ja, und dieser Kampf oder die Neuorientierung oder eine andere Ebene zu erreichen. Sehr berührend, ja. Und wir haben, vielleicht, wenn ich es noch einfügen kann, wir haben, das war Zufall, wir haben, die Objektträger werden dann entsorgt mit dem Blut und dann lag das Blut neben den Infinity-Block in einem anderen Raum. Und dann denke ich mir, irgendwas war so ein Impuls. Ich nehme dieses alte Blut zum Wegwerfen und lege es nochmal ins Dunkelfeld und schaue es mir an. Und ich war schockiert, jetzt im Positiv. Ich habe es nicht geglaubt, wie das wieder angefangen hat, lebendig zu werden. Ne? Also es ist nicht so, dass es wieder sich total verjüngt, aber du siehst, da ist nochmal ein letztes Aufbäumen. Ja. Das war sehr beeindruckend. Ne? Unglaublich berührend, ja, finde ich, ja. Ja, das würde ja eigentlich auch wieder, wie die Themen, die wir schon in der Sendung vorher besprochen haben, einfach die Welt viele neue Möglichkeiten geben. Ich habe noch eine Frage. Ist diese Wirkung eigentlich primär auf Strahlung oder ist es auch, wenn sonst ein Mensch in einer Disbalance ist, wirkt das dann auch oder hat es primär mit deiner Strahlenbelastung zu tun, was ja schon sensationell ist, aber ja. Es wirkt in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und Strahlenbelastung ist wirklich nur eines der Themen, was die Technologie jetzt neutralisieren oder harmonisieren kann. Ich sage immer ungefähr, es sind vielleicht 5-10% dessen, was die Technologie kann, was man damit machen kann und erreichen kann. Und das ist für viele natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen sprechen wir darüber auch, aber es geht um jegliche belastenden Frequenzen. Und wir hätten in der Einsendung, hätte ich noch darauf eingehen können, vielleicht, dass ja auch das BESA-Institut beispielsweise getestet hat, was passiert, wenn ich mit Herbiziden, Pestiziden, Fungiziden, sogar vielleicht mit radioaktiven Strahlungen auch in Kontakt komme oder anderen Giftstoffen, ja, die ich jetzt über die Nahrung beispielsweise einnehme. Und dort wurde ja auch ganz klar gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, diese auf Frequenzebene komplett zu harmonisieren, sodass auch da, wo belastende Faktoren gefunden wurden, wo sofort die Organe reagieren, in die Deregulation gehen, teilweise in wirklich krasse Deregulation, wo man rote Abfälle hat, was der Wolfgang als pathologisch dann schon beschreibt, auch das innerhalb von Minuten umgekehrt wurde. Wir werden vielleicht nochmal irgendwann näher darauf eingehen, auf das Thema Wasser, also die Struktur des Wassers, wie das verändert werden kann zum Positiven.
Also da gibt es unglaublich viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Wirkbereiche. Also Strahlung ist tatsächlich wirklich nur eine dieser Ebenen. Und diese Strahlung ist eben eine bestimmte Form von Information. So kann man es auch sehen. Also alles ist Information. Information ist entscheidend. Wir sind informative Wesen. Und Strahlung ist ja dann ein anderer Begriff für eine andere Form von Information, eine bestimmte Form von Information. Ja, das ist ja wirklich für mich auch eine neue Welt, muss ich sagen. Und da kommen ja so viele Ideen und Möglichkeiten. Und, Weil du eben vorher gesagt hast und darum gesprochen hast, das hört sich so einzigartig an, aber im Grunde zeigt es auch wieder dieses All-Eins, was du vielleicht auch zum Verständnis für die Zuseher, wenn wir von All-Eins sprechen, dann sind wir alle miteinander verbunden. Und deshalb ist es so wie innen, so außen, so wie im Kleinen, im Großen oder umgekehrt. Es ist immer diese Entsprechung. Und es ist egal, was wir uns ansehen. Also wir sind die Summe all dieser der Zellen, die uns ausmacht. Also betrachten wir eine Zelle, dann ist es nichts anderes als das Spiegelbild dessen, was wir hier in der Zusammensetzung sehen. Ja, umso mehr ist es eigentlich ein Wunderwerk, wie unser Körper doch immer reguliert in dem, was wir uns, ich sage mal, in der modernen Welt alles auf verschiedensten Ebenen immer zuführen und dass unser Körper, unsere Seele sich immer wieder doch ausrichtet und reguliert. Da wäre es ja eigentlich nur wunderbar, wenn man da ein bisschen Unterstützung geben könnte. Für mich ist das unglaublich, mit was das wir alles umgehen eben können, oder? Richtig. Und dass es eben auch sich so zeigt, finde ich auch sehr schön, dass man eben auch auf der physischen Ebene, auch wenn man es auf einer erhöhten Betrachtungsweise vielleicht sehen kann, dass man eben auch für unseren Verstand immer wieder Antworten hat, dass man vielleicht eben auch den Mut hat, mal etwas auszuprobieren. Richtig. Und hier ging es auch, also das auch für den Zuschauer nochmal festzuhalten, also denn man hat natürlich jetzt diese Vorher-Nachher-Bilder gesehen, ich kann es auch noch einmal kurz einblenden. Natürlich sieht man jetzt als Laie hier diese ganz starke Veränderung, aber dann ist es so, dass natürlich die Fachleute richtig dort in die Tiefe gehen, also wie Space Institute, aber auch Dr. Brubeck eben verschiedene Kategorien bilden, was kann man im Blut eigentlich erkennen. Und hier hilft das vielleicht nochmal zu sehen, wie signifikant diese Veränderung ist. Also wohlgemerkt innerhalb von 10 Minuten. Da geht es also zum einen natürlich um die roten Blutkörperchen, um die Gelbrollenbildung und um verschiedene andere Themen, aber auch um die weißen Blutkörperchen. Und für die, die das nicht wissen, die weißen Blutkörperchen sind einfach wichtig für unser Immunsystem, sind Teil davon. Und wenn die paralysiert sind, was sich zum Beispiel zeigt unter Wi-Fi-Einwirkung, wenn die dann wieder aktiv werden, dann habe ich die wieder zur Verfügung. Sozusagen die Armee, die mich ja verteidigt, wenn es dort negative Auswirkungen gibt oder Belastungen. Und dann fand ich das interessant, da können wir jetzt halt kurz noch drüber sprechen, in den letzten Minuten über die Studien, die das Beetz-Institut durchgeführt hat, mit der Dunkelfeldmikroskopie, denn ihr habt nochmal ganz andere Sachen zusätzlich gefunden. Also die gleichen Sachen wurden festgestellt, aber dazu habt ihr sogar noch feststellen können, glaube ich, dass sich sogar Cholesterinwerte sogar verringert haben, dass sich, glaube ich, der sogenannte Parasitic Load, sagt man auf Englisch, das ist also die Parasiten, diese Belastung im Blut sich reduziert hat und das auch innerhalb von Minuten. Und jetzt ist das Thema Quantenverschränkung, haben wir das schon einmal angesprochen. Die Studien, die das Beetz-Institut durchgeführt hat, wurden tatsächlich quantenverschränkt gemacht, wo das Gerät gar nicht im Raum stand, sondern das Gerät war ja, also kilometerweit entfernt und es war doppelblind. Das heißt also, die Testpersonen hatten keine Ahnung und selbst der in dem Raum wusste nicht Bescheid, wann irgendetwas passiert. Und ja, vielleicht magst du noch ganz kurz was dazu sagen. Die Ergebnisse waren auch eben durchweg in 100% der Fälle positiv und ganz klar. Und jetzt mit dieser Quantenverschränkung habt ihr denn das Bild des Probanden reingelegt? Oder wie ist es da jetzt? Ihr habt das schon erzählt im Elektroauto, dass man das Bild des Autos reinlegt. Und jetzt hat diese Quantenverschränkung mit dem Bild der Person, oder wie ist das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ja, also man könnte tatsächlich
ein Teil der DNA nehmen, ob das jetzt ein Teil von der Haut ist oder ein Stück Haar, das wäre alles möglich. Oder es gibt ein Foto. Und ich glaube, in dem Fall ist das mit Foto passiert, mhm, richtig? Wir haben es mit Fotografie gemacht, aber auch mit Haar. Eben um dann ganz sicher zu gehen, dass nicht einmal eine Grundahnung besteht, obwohl wenn's doppelblind und kontrolliert ist, dann ist es natürlich sowieso klar. Aber ja, genau, und das war so in einem Fall so 7-8 Kilometer auseinander, Testobjekt und die Messstation. Also, und auf der anderen Seite eben die waren es über 270 Kilometer Entfernung. Wow. Also, und das hat keinen Unterschied gemacht am Ergebnis? Ja. Absolut keinen. Was ja natürlich, wenn du diese Studien immer und immer wieder machst, ist eine Selbstverständlichkeit dafür da, was bedeutet quantenverschränkt, oder eine Verständlichkeit dafür, dass wir dieses All-Eins, was das wirklich bedeutet. Ne? Das war wieder eine Frage aus meinem kleinen Verstand wegen der Distanz. Ja. Genau. Und so kann dieser Stein oder eine Pflanze ebenso für uns eine wichtige Information in sich tragen, die uns aufbaut und die uns Energie schenkt. Ja. Und Philipp hat gesagt, du hast noch andere Parameter entdeckt oder gemessen. Entdeckt, oder? Gemessen, ja. Also wir schauen uns auch das Thema der Schwermetalle an. Ja. Es gibt eben verschiedene Arten von Blutkonstellationen, die über das, was eben das vorherige Bild gezeigt hat, hinausgeht. Und das hat immer eine Entsprechung. Und wir wollen es nicht nur auf der pathologischen Ebene sehen, sondern uns ist es auch wichtig, dass wir die Entsprechung dessen, was wir sehen, erkennen. Also was ist die Information dahinter? Welche Prägung, welches Trauma steckt hinter diesem Bild, das ich hier sehe? Ja. Wenn ich eine Verklumpung ist jetzt nur ein einfaches Bild, weil der Laie schnell sieht, aha, da picken, kleben die Blutkörbchen beisammen und dann sind sie frei. Also frei bedeutet, es kann sich hundertprozentig mit Sauerstoff anreichern, weil es eben nicht eingeschränkt ist, ne, durch die Verklebung. Und aber dann gibt es viele andere Bilder wie Sägezahn oder Bärentatzen oder sind jetzt so Ausdrücke, also Deformierungen der Blutkörperchen, die auch im physischen, also im psychischen eine Entsprechung haben. Also auch das interessiert mich. Wie denkt oder wie fühlt der Mensch oder Menschen, die sich getrennt fühlen, die immer in Konfrontation sind und so weiter. Also diese bestimmte Form von Stresslevel sieht man eben auch daraus. Und so kann man leicht ableiten, dann auf das Verhalten des Menschen, auf den Charakter des Menschen hinweisen, nur über ein Blutbild. Weil es so diese ganz klare Entsprechung auch hat. Ja, auch hier ein unendliches Feld, das sich auftut und eben auch wieder zeigt, wie du es schon vorher auch schon schön erwähnt hast, so wie innen, so außen und alles ist mit allem verbunden. Und das habe ich so jetzt noch nie gehört, dass man im Blut wirklich eben auch diese Themen erkennen kann. Aber eigentlich macht es ja total Sinn, ist eigentlich, wenn man so ein größeres Verständnis hat, ist das eigentlich wie, ja, versteht man das, ja. Weißt du, es ist auch so schön, dass in den letzten 2-3 Jahren stelle ich fest, dass dieses Thema Dunkelfeld wirklich eine Wiedergeburt erlebt, wie sie noch nie war. Also, weil eben immer mehr Menschen sehen wollen, was ich hier betrachte. Es geht nicht darum, um zu forschen, was ist jetzt der pathologische Sinn? Weil die Technologie von Philipp zeigt, dass dieser Gedanke sinnlos ist. Es ist egal, was da für pathologischer Sinn dahinter steht. Oder amyotrophe Lateralsklerose können wir nicht heilen, ist angeblich unheilbar. Aber das ist letztendlich nur eine Differenzierung von etwas, wo die Medizin keine Lösung hat. Aber wenn wir es schaffen, den Stress rauszunehmen und den wieder in dein Urfeld zu bringen, dann ist es völlig unwichtig, wie es heißt, oder? Es geht nur darum, wir können es verändern. Ja, und das ist eben auch das Schöne, dass ich auch schon mit anderen Menschen, wo ich hier zu Gast haben durfte, sprechen kann, dass es eben das, es ist unheilbar oder es ist chronisch oder es ist so, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, die wir eben noch nicht sehen. Und schön können wir auch hier, die Zeit ist leider schon vorbei, wir machen ja noch Sendungen, schön können wir hier auch wieder das nochmals auch aufgreifen und sehen, was für unendliche Möglichkeiten da noch im Raum sind. Und auch im Autismus, den jeder Mensch ja erkennt, hier ist
gibt es ein autistisches Kind zum Beispiel und hier gibt es Möglichkeiten. Ja, das hat mich speziell auch berührt, weil ich ja mit solchen Menschen auch arbeite. Ja, ich sehe schon, wir haben noch viel Redebedarf. Es war wundervoll, wart ihr hier. Ganz schön und tiefe Gespräche und einfach auch noch als Information, wenn sich die Menschen da noch ein bisschen reingeben möchten, wo können sie weitere Informationen bekommen? Auf lelaku.de oder lelaku.com und dann haben wir noch private Telegram-Gruppen, die ganz spannend sind, die über die Webseite gefunden werden können und auch jedem Kunden natürlich auch zur Verfügung stehen jederzeit. Und da bin ich persönlich erreichbar, also man kann mir persönlich sogar Nachrichten schreiben. Manchmal dauert es mit der Antwort, aber ich antworte jedem. Und ja, natürlich können auch Anwender und Nutzer befragt werden jederzeit. Schön. Lieber Philipp, lieber Wolfgang, herzlichen Dank, wart ihr hier. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute haben wir wieder eine Türe in ganz andere Welten aufgemacht. So verheißungsvoll und so viele Möglichkeiten, die langsam, ja, erforscht werden und uns zur Verfügung stehen. Schön waren Sie dabei. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder dabei sind und auf Wiedersehen.